schmeckt lecker. Hier unten. Kommt was? Was lösen? Nein. Scheiße. Da kommt schon dann. Warum? Komm, 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 komm. Ich packe hier hinter dem. Punktmessung, was? Hä? Oder nee, alles klar. Ich hab da alles ausgelöst. Gar keine Heik, ne? Ja. Die geheime Ecke zeige ich dir aber gleich. Da habe ich umgekrochen. Die ist super echt. Der Abschanter war wieder unterwegs. Wackelkontakt. Ja. Geht nicht. So ein bisschen biegen, das Kabel reinstecken und biegen. Scheiße, jetzt hier schon wieder. Horde in der Mähe. Ich hab das ja. Ich brauche nur noch den Eintrittsschild. Hm. Beim Austritt. Hm. Daktum und Tuttel. Man soll seine Sonnenbrille jetzt bitte removen. Mal die Felsen. Ne? Mhm. So Schwamm, wie so Schwammtechnik. Ja, wie modelliert. Ne? Hier ist mir, glaube ich, mal umgeladen. Spur. Ui, das ist lange her. 2005 oder so was? Weiß ich nicht. 2005 war das.
der kam uns auch entgegen da mit seiner Gestange da. Als wir da hochgeklettert sind, die Fotografin, wo du das Ding beinahe am Kopf gekriegt hast. Ja. Seine Überlänge. Hübsch hier, ne? Filmstoff? Hier war das, genau. Hier ist mal rumgekraxelt damals. Da waren wir ja geparkt. Da waren wir ja, ne? Genau, hier haben wir geparkt. Da sind wir da rumgekraxelt. Also da waren wir noch, ne? Da hattest du noch einen Arsch, würde ich sagen. Und ich auch. Da waren wir noch in Shape. Sind wir nur noch. Hast du noch keine Wampe gehabt? Ja, die Wampe ist ja sehr wie bei Eisbären. Ne? Sie immer nur mal so eine kleine Reserve haben, ne? von denen sie zehren können. Der sieht ja cool aus hier oben, mein Gott. Für Fotografen ist das hier schon, kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn die Lichtverhältnisse perfekt jetzt, sind. Ne? Jetzt wird es langsam perfekt. Das ist jetzt hier die letzte Stunde vor, naja, eineinhalb Stunden, oder? Bis die Sonne weg ist. Jetzt beginnt so die blaue Stunde bald. So richtig alles anfängt zu leuchten. Ne? Oh, jetzt grillen. Hast du ihn überfahren? Nein. Naja, merkt man eh nicht. Bei den Reifen? Ich ziehe eine Riesen. Ich nehme gleich mal, wenn du jetzt gleich so ein Ding so siehst, so rechts, ne, wo man sich hinstellen kann, sag mal Bescheid. Ne? Ich ziehe hier eine ganze Herde in dem her. Ja, mach da nichts. Du fährst viel schneller als erlaubt. Ich weiß nicht, wie viel davon, hier 35, ne? 20. Nee, das ist recommended. Das ist also empfohlen. Das ist ja, du musst ja mit 50 da lang fahren. Ne? Also wenn 20 steht, kannst du immer mit 60 Minimum die Kurve nehmen. Ja. So, jetzt kommt mein Bereich. Und zwar da vorne. Siehst du das aber so schön hoch hinter, wo die Dinger da stehen? Ja. Da bin ich auch gekraxelt. Immer nach vorne. Ne? Ja, ich bin gekraxelt. Ja, Toppi, ne? Wirklich bildhübsch. Das ist, wenn die Leute sich schön querstellen. Ja, dann nehmen sich zwei Parkplätze weg, ne? Ja. Hauptsächlich, sie stehen schön bequem, ne? Ja. Das ist toll hier. Über den Pischen, ne? Kann man schnell da rum. Da jetzt parken. Hier ist auch noch was. Nee. Keine Möglichkeit. Nur am Viewpoint erhält. Achso. Da werden wir kurz anhalten. Ach, das ist der Viewpoint, wo du dich fast in die Tiefe gestürzt hast.
mit der Mauer. Da hattest du dich auf die Mauer gesetzt. Nee, das war noch nicht. Hättest du eine Vollbremsung machen müssen. Ja. Dann musst du mal ein bisschen langsamer fahren, ja. Ich wollte nur die Kekse nach vorne machen. Willst du einen Keks? Nee. Da genau, da ist es doch. Checkerboard Mesa. Viewpoint. Da wollen wir hin. Stellst du dich auch quer? Ich bleib ja wahrscheinlich, ich fahre nicht weiter. Ich lass die Horde noch vorbei. Na, einer verfolgt dich schon mal. Ja. Das sind dann noch vier Autos gewesen. Naja. Oh, mein Jeep, komm mal in Rot. Und dann auch noch in Rot. Oh. Rot. Ja. Dann sehen wir noch einen schwarzen. Ich hab mich wieder... Scheiße. Da kann man doch bestimmt mal gut klettern. Ja. Mit unseren Schuhen mit Ja, ich meine, als Kletterer. Ich nicht, niemals. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Eingangsschild sehen. Da wollen wir uns noch mal ein Futter machen. Was ist das? Ich würde es nicht sagen. Vielleicht weiter draußen. Ja. Hatte ich eigentlich auch gehofft, dass es weit vorher ist. Hier gibt es keins mehr. Doch, hier ist ein Schild. Das hatte ich eigentlich gedacht, dass das auch von Eingang Paula Peter von war's auch. Ist. Ja, war es ja auch. Riesengroß. Da wollte ich noch was sagen. Ne? Und dann waren wir da schon noch vorbei. Aber dann dachte ich mir, egal, wir haben noch den anderen Ausgang. Das ist auch noch irgendwo eins. Da müssen wir jetzt mal die Augen aufhalten. Da ist es nicht. Weil wenn es da wäre, dann wäre da nämlich die Spur wegen Parken. Ne? Und das wäre auch auf der rechten Seite für uns. Nee, links. Für die, die reinfahren, ne? So, ja. Das ist. Aber kann man hier stehen? Ja. Rechts. Da kann ich sogar aus dem Auto rausschießen. Also, von hier mal an. Perfekt. Oh, der Perle noch nicht mal aussteigen. Anja steigt aus. Echt? Ich mache hier Foto mit Handy und Foto mit... Mit Foto. Und Foto mit Foto, ja. Ich bin faul. Mach mal nix. Jan lad doch hier. Mach mal die Kamera raus hier. Komm mal zu mir her, bitte. Genau. So, jetzt stehen bleiben. Einfrieren. Einfrieren, genau. Sehr gut. Warte mal nochmal. Mach nochmal einfrieren. Gut. I'll be back. Das ist gut geworden. Hey, hab ich hier rumgeballert, wie rosa hier. Noch lassen wir laufen. 30 Minuten können wir sie noch laufen lassen. Lassen wir einfach laufen. Fuck, egal. Also deine Ladedinger sind... Die sind ein bisschen hin. Alles Schrott. Ja. Mal morgen das kurze wieder mitnehmen. Das gute, das teure. Jetzt liegt er wieder. Ich hab den mal rausgenommen. Ja, das war ein Kabel. Du musst das Kabel sagen, so rum. Nee, das ist halt alles okay. Ich habe den anderen noch vom Stecker genommen, in der Dose. So, und ich glaube nachher unten, wenn wir links rum müssen, da finden wir eine Tanke und dann werden wir nochmal tanken. Oder? Schauen wir mal. Oder kommen einige Tanken? Mach doch mal die Tankanzeige an. Wie wir nachher haben. Ja. Das ist mir jetzt das Liebste. Schön, schön. Ja, 179 Meilen. Och. Kannst du auch anlassen. Ach nee, du hast gerne Zahlen. Ich habe keine Zahlen, wie ich denke schon, ich habe. Ui. Oh, ein Känguru? Nee, warte mal, das ist ein Kalb gewesen. Ja. Känguru. Gibt's ja nicht. Elefant. Ach nee, die waren auch in Afrika. Läuft die Kamera noch? Ja, klar. Super, Känguru. Oh, ein Känguru. Sieht doch so aus. Da hatte ich noch einer. Das könnte aber auch ein Pferd sein.
Das ist ein Pferd. Der erschossen worden oder was? Wo stehen bleiben sollen. Haben die hier rumgeballert? Wir können doch mal auf tote Tier-Safari gehen. Ich will nicht tote Tiere. Was war das eine Pferd, das Sie gesehen haben? Ein Monument Valley, ne? Ja. Schon total vergammelt. Ja, unglaublich, ja. Das war ein Pferd, ja. Das war ein Pferd, ja. Das können ja aber auch Pferde gewesen sein, weil Kühe sehe ich ja nicht. Das waren bestimmt auch Pferde. Wie über den Zaun gesprungen, Selbstmord. Nee, ich nehme an, vielleicht geschossen, ne? Die haben ja alle, ja, die ballern hier, die Tiere tot. Ja, das kann sich also auch. Das ist ja das Hobby. Ja, man kann das Pferdefleisch auch verwerten, ne? Ja. Pferdewurst, Pferdegulasch, ja. Pferde, Äpfel. Keine Ahnung. Norsfolk. Diese Norsfolk Ranch. Kannst du noch was erzählen zu dem Hike, den wir gerade gemacht haben? Das war auch wieder sehr interessant, hat mir echt mega Spaß gemacht. Nur diesmal hatten wir nicht so ja die richtigen Schuhe an. Also ein Minimal-Hike, ne? Naja, Minimal-Hike hin, oder her, ist ja egal, aber es hat Spaß gemacht, aber wir haben die falschen Schuhe angehabt. Oh ja. Ich nehme das jetzt mal wieder meine Saugnapfschuhe mit. Alles andere Scheiße. Ranch King. Was habe ich wen? Russen? Ja, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Die verstehen mich ja nicht, die Russen. Doch, die deutschen Russen. Die deutschen Russen. Die Import-Russen. Ja. Überall. Russen. Treiben die sich um. Die haben da ganze Russen-Horden gesehen. Die haben das Russland ist leer. Wir sind alle hier. Ja, die haben gesagt, Russland, weiß ich nicht, weg da. Ja. Es gibt nur zwei Orte, die geil sind. Amerika oder Deutschland. Deutschland ist dicht da dran, nämlich das. Zion Mountain Ranch. Yes. Und gleich hier. Geil, mit, ja, da gleich hier mit diesem Rücken, wie du damit ziehen kannst. Ne? Ja, hier musst du echt aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Viecher auf das Auto rennen. Ne? Hier so Reh und so Müll. Ne? So gegen für Rehe, ne? Hier in den Schüler steht hier. Stimmt, ja. Watch for Rehe. Ja. Da hinten, wo das Rot ist, da müssen wir hin. Da ist unsere Kreuzung. Da sind wir noch lange nicht da. Kannst du mal langsam machen, ne? Ich hasse hier wieder, ne? Ja. Ich fahre hier wieder einen heißen Stiefel, ne? Michael Schumer-Pelitschke. Damage. Eine Meile. Straßenschäden. Und hier geht mal ein bisschen in die Bremse. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und empfohlen wird uns 35. Nur wegen dem kleinen Bump da. Stellen Sie auch gar keinen Fliegenweger. Heben wir hier ab. Jetzt hatte ich mal einen Einstand. Nee, das hatte ich, warte mal, das hatte ich auf der Interstate 4. Oh, Alter, was ist das für eine Straße? Ja. Okay. Warum siehst du denn die Eisen? Ey, das wird zu wuppelig hier. Ist doch geil. Du willst hier wieder Achterbahn machen und ja, fliegen hier durch die Gegend. Ja, wir sind nicht tiefer gelegt, wir kommen nirgendwo auf, das ist doch voll gut. Okay. Das ist ja richtig Achterbahn. Ja, Moment. Jetzt ist es spät. Fähne, fahren wir mal zurück. Nein, mach ich nicht. Das ist auch wackelig. Dann werden wir geflogen. Thank you.
heißt es nächstes Jahr wieder, wir bringen America back to work. Ne? Dann sind hier wieder 300.000 Bauarbeiter, ne? Und den Flagger natürlich, auch wenn es nicht notwendig ist. Aber erstmal Flagger hinstellen und am besten noch ein Follow-Me-Auto. Immer wichtig. So, wir haben uns platt gefahren. Auf dem Weg zu Bryce ist auch noch jede Menge Großwild am Tor. Ne? Rehe und Zeug. US-89, das ist unser Ziel, müssen wir nach links. Hier sehe ich Papa, da ist kein Mensch unterwegs. Papa noch. Zwei tote Kinder und wir. Klasse.
12, ne, wird wärmer.
der will. Durchs Fliegengitter durch. Hier ist unser Auto. Hier ist unsere. Das ist ein Motel, ne? Das ist ein Motel, ja. Hier unten ist unsere Dreckschleuder. Hier unten ist die Lobby. Hier ist der Eingang. Das hier kann man aber leider nicht sehen. Das ist echt dunkel wie im Arsch. Und arschkalt draußen. 4 Grad haben wir. 4 Grad Außentemperatur. Das hier ist das Rot-WN direkt an der am Utah Highway 12. Hinter dem McKenzie-Schild, was ich da gezeigt habe, also in diese Richtung, auf der Straße, befindet sich der Red Canyon. Das ist ja der Canyon vor dem Bryce Canyon. Und wenn man diese Straße hier so weiterfährt, hier, das ist das hier vor, das ist die Straße, dann geht es zum Red Canyon, zum Eingang des Red Canyons. Ist nicht weit weg. 2 Minuten zu fahren von hier. Und wie gesagt, das ist das Roadway Inn. Kannst du hier sehen? Mhm. Ja, genau. Das Roadway Inn. Hat WLAN. Das ist WLAN-Passwort, funktioniert auch. Sau schnell sogar. Ich zeige euch das mal, wie das hier aussieht. Also kleine puppige Bude, für 39 Dollar echt nicht schlecht. Nur die Lampe ist kaputt. Die funktioniert nicht, weil, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich stecke einen anderen Stecker rein. Ah, jetzt geht's. Okay. So, das ist das Badezimmer. Alles sauber hier. Für 39 Dollar echt nicht schlecht, ne? Alles sauber, alles ordentlich, so ein Muddelstandard halt, ne? Hier so eine Waschgelegenheit. Ein bisschen Seife haben die auch noch beigepackt. Wird betrieben von Iranern oder ich habe keine Ahnung, irgendwelche so ein Zeug, ne? 2 Betten. Bezahlt haben wir für das Zimmer hier in Summe mit Steuern, 10 Dollar Steuern, also 39,99 kostet ein Zimmer. 2 Nächte haben wir genommen, das sind 80 Dollar, dann nochmal 10 Dollar Steuern, dann liegen wir bei 90 Dollar 12 für 2 Übernachtungen. Ey, das geht echt. 90 Dollar 12 ist okay. Für 2 Nächte. So, so sieht das hier aus. Jo. Hier ist so eine Kommode. Ein kleiner Fernseher ist hier. Eine Digitalbox, wofür die ist. Ja, für den Fernseher, also wahrscheinlich Digitalfernsehen. Interessant, eine Mikrowelle haben die hier. Sauber, Mikrowelle. Kann man sich sogar im Zweifel selbst was machen. Den Kühlschrank, den haben wir auch schon ein bisschen bestückt. Kühlschrank haben wir hier. Ja, 2 Betten. Ein Telefon. Lampen. Ich habe beide aktiviert. Zack, sind sie beide an. Da hinten eine Lampe. Also reicht vollkommen aus. Also puppiges Zimmer finde ich nicht schlecht. Hier ist diese Klimaanlage. Die haben wir natürlich auf Heizen gestellt, ne, wie ihr seht, Heat, ne? Weil das draußen arschkalt ist. 6 Grad, 5 Grad. Ja, und wir sitzen ja. Genau. Kaffee noch von unten geholt.
Ja, kann man nicht botzen. Was haben wir heute gemacht? Wir sind, genau, ich habe meine Schuhe geholt. Hier sind meine Schuhe. Genau die gleichen, die Anja hat. Für 29 Dollar. Meine Hiking-Schuhe, meine neuen. Sind die 3000 Meter über den Meeresspiegel? Ja, 3 Kilometer. Ja, nicht ganz. Ja, doch, ungefähr. Ja, ca. 3 Kilometer über den Meeresspiegel. Das ist dieses Plateau, ne? Das sind Anjas hier. Die sind natürlich ein bisschen kleiner, sind aber die gleichen, wie ihr seht. Schaut. So, das eine sind die Männer, das eine ist die Männerfraktion, das andere ist die Damenfraktion. Ja, habe ich in 43,5, habe ich noch die Schuhe in 43,5 gehabt. Die fallen recht groß aus. Ja, hier sind meine alten Hiking-Botten. Vielleicht ziehe ich die morgen auch nochmal an zum Verheizen. Zum kaputt machen sozusagen. Dann sind sie völlig. Dann sind sie völlig hin. Das ist vielleicht schnelles WLAN, ja. Ja, Straßenfest WLAN war auch kacke, ne? Ja, also die Bude ist cool, finde ich. Für die Knete ist das echt gut hier. Echt eine Empfehlung. Aber hier ist der Hund begraben. Was haben wir heute gemacht? Wir sind aus Las Vegas natürlich losgefahren. Wir wollten ja zu Bryce Canyon und dann, was liegt näher, über den Sizilien zu fahren. Aber wir haben nachher also erstmal Mercy habe ich heute Morgen gesucht und auch zum Glück gefunden. Beziehungsweise sie wurde mir gezeigt, ich wurde zu ihr geführt. Ja, da haben wir uns dann von Messi erstmal verabschiedet. Da sagt sie, wie lange seid ihr noch hier? Sagt, wir hauen heute ab. Heul. Naja, so ein gespieltes Heulen. Ne? Und wir haben mal gesagt, wir sind nächste Woche wieder da. Also von daher ist schon mal alles gut mit Messi. Dreht sie nicht durch, weil wir nicht da sind. Weil Anja nicht da ist. Ja, dann haben wir dann ausgescheckt relativ nur um 10, ne? Wann sind wir abgehauen? Um 10 den Dreh. Ja, 10 oder halb 10. Sind wir abgehauen aus dem Stratos, wir ausgescheckt am Fernseher. War ja nichts Wildes. Ich glaube, das habe ich sogar ein Video von gemacht. Ja, irgendwie so. Sind losgepäst zum Outdoor World. Mir die Schuhe noch holen hier. Die Botten, die ihr da seht. Für 29 Dollar. Anja war da im Pischen im Silverton. Und wir sind quasi zeitgleich am Auto wieder erschienen. So schnell ging das. Ne? Achso. Ja, dann sind wir dann von Las Vegas auf der Interstate 15 losgefahren, war ein Riesenstau vor dem Bereich, wo es hinter Mesquite nachher rauf geht aufs Plateau, also hinter Mesquite fängt ja Arizona an und dann geht das ja quasi durch so ein Canyon nach oben, wo sich das Auto so auf dieses Colorado Plateau oder sowas schraubt, eine riesen mega Baustelle, ne? So riesen mega war die eigentlich gar nicht. Aber ein riesen Mega-Stau war da. Also echt Stop and Go zuerst. Und dann ging das echt zähflüssig. Mit 6 Stundenkilometer haben wir uns da vorwärts bewegt. Da haben wir über eine Stunde verloren. Aber irgendwann war das dann nachher vorbei, das ganze Theater. Und dann haben wir Hackengas gegeben. Und der kürzeste Weg hierher wäre ein anderer gewesen, immer Interstate 15. Und dann nachher immer nach rechts über Cameroon oder ich habe keine Ahnung, zu fahren. Aber ich hatte eigentlich geplant, pass auf, wenn wir so unterwegs sind, die Stunde mir tut nicht weh. Über den Bryce, über den Zion sind wir gefahren, über den Zion Nationalpark. Und da haben wir dann nochmal so einen Hike gemacht zu so einem Zion Overlook. Einen kurzen Hike. Wie lange waren wir da unterwegs? Eine Stunde haben wir gebraucht, ne? Wenn auf jeden Fall, ja. War nur eine Stunde. Also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, sag ich mal, eine Stunde in Summe. Und dann ein schöner Overlook da. Also schon cool. Dann sind wir dann weitergefahren zum Ausgang des Zion Nationalparks, haben da nochmal ein Knipserchen gemacht und sind immer geradeaus, bis wir auf den Utah Highway 89 kamen. Da sind wir dann links rum, an Hatch, an den kleinen Kuhdörfern vorbei, durch Hatch durchgefahren, alles tot hier. Ne? Also, und dann waren wir noch bei Fosters hießen die nicht, wie hießen die noch? Diese deutsche Bäckerei, die da ist auf dem Weg. Da wollten wir noch einen Kaffee trinken. Die haben jetzt endgültig zugemacht, heute hatten sie ihren letzten Tag. Und das ist jetzt dicht, das ist jetzt Off-Season. Und so ist das hier alles Off-Season. Also jedes Restaurant hier, alles hat geschlossen. Also hier findet man kaum offene Restaurants. Also das ist tot hier. Ne? Und wir sind aber in Penwich. Heißt das Penwich oder wie heißt diese Ortschaft da? Peng, Pang, Ping, Pong, Ping, Pong, Penwich. Moment, kann ich gleich sagen. Das ist es nicht. In Peng, Pang, Pang, Penwich. Penwich. Panguitch. Panguitch. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Panguitch. Da sind wir hingefahren. Das ist von hier 7-8 Meilen entfernt. Und da waren wir noch tanken, weil der später ein bisschen billiger war.
Da haben wir dafür 2,99 Dollar getankt, Auto voll getankt, also in Summe für 40 Dollar. 2,99 Dollar, wohlgemerkt, eine Gallone, sprich 3,8, sowieso schieß mich tot Liter. Auto ist jetzt wieder knubbelvoll. Ja, haben wir das Auto voll getankt und da habe ich dann beim Tanken noch einen anderen, der am Tanken war, gefragt. Sag ich, wie sieht das aus? Weil der hier unten in der Lobby sagte schon, hier überall Geschäfte zu, Richtung Ruby's Inn, hier Bryce Canyon, diese Abzockerbuden, da ist noch offen, ne? Da kann man noch was bekommen. Aber in Panguitch oder wie das da heißt, beim Tanken Ami angehauen, dann fragte ich, kommen Sie von hier? Und ja, ist er. Und dann sage ich, ja, wir wollten eventuell zum Subway, weil wir wussten schon, oder ich ahnte schon, dass die Restaurants nicht mehr aufhaben. Ne? Aber vielleicht der Subway. Ne? Subway hat ja, also wenn alles schließt, Subway hat immer auf. Sagt er, ja, Subway müsste normalerweise aufhaben. Dann sind wir dann da durch Panguitch, oder wie es heißt, da durchgefahren zu dem Subway. Dann hatten die kein Brot mehr da. Scheiße, kein Brot mehr da. Aber sie hat uns dann zwei Subs sozusagen auf Wrap-Art gemacht. Ne? Eigentlich hat sie uns zwei Wraps gemacht, ne? Auf Subway-Art. Also auch nicht reingeballert. Ich hatte Roastbeef, habe ich mir genommen. Roastbeef mit Pepper Jack oder wie das heißt. Der Käse, Anja, mit Schweizer Käse. Was hattest du? Turkey, ne? Turkey Breast. Hatte Anja auch mit Schweizer Käse und sowas. Und dann haben wir da auch ordentlich was reinhauen lassen. Alles Mögliche, ein Grünzeug. Und Onions und sowas, ne? Da haben wir das dann eben gerade gegessen. Das reicht auch aus, mir kann ich sagen. Also bin ganz gut gefüllt. Hätte ich nicht gedacht, ich lasse es vielleicht ein bisschen wenig. Sonst hätte ich mir sonst so ein Footlong Sub geholt. Aber das Ding war, das war auch schon ganz schön, der Kavenz, Mann, ne? War auch schon ganz schön groß, ne? Und halt als Wrap, ne? War okay. 15 Dollar haben wir da bezahlt für zwei komplette Teile. Ging. Ja, klar, es war direkt an der Tankstelle, dann ist da noch Joghurtland, ist da mit drin, da kann man sich da Joghurts irgendwie zapfen, keine Ahnung. Joghurtland ist da noch drin und ein kleiner Sub, ne? Kleiner Subway. Immer wieder gern genommen, Sub kann nicht schaden, das ist dann zwar nicht das Billigste, aber auch nicht so teuer, als wenn man es noch angeht. Also ist man mit 15 Dollar dabei, ne? Passt schon, ne? Ja, sonst habe ich weiter nichts. Hast du noch was, Anja? Möchtest du noch was erzählen? Sie möchte nichts sagen, außer dass die Lüftung auf. Ja, du weißt, ich bin eigen. Und dann blende ich immer ein Ja ein. Okay, kann ja wohl nichts sagen. Alles klar. So, das war's denn soweit von meiner Seite aus. Habt ihr noch was? Nee, ne? Alles klar. Fresse halten. So, bis morgen. Morgen machen wir Preiskennchen-Tag. Tschüss. Morgen soll es auch gut werden. Aber wie gesagt, arschkalt draußen. Ne? Ey, 4 Grad draußen Außentemperatur. Und wir sind in Las Vegas losgefahren bei 22 Grad. Das hielt sich hartnäckig bei 22 Grad. Und dann ging es dann schlagartig runter nach dem Zion-Nationalpark. Im Zion war es auch noch angenehm, ne? Ne, da waren es schon 14 Grad, ne? 14 Grad, ja. Ja, 14 Grad, wo wir die Wanderung gemacht haben. Da war es 14 Grad, aber da wurde mir dann schon wieder so kuschelig, dass ich dann mit T-Shirt rumgerannt bin. Aber muss man aufpassen wegen der Erkältung, ne? Und dann sind die Temperaturen noch richtig hart abgedroppt. Und jetzt, wo es runtergeht, auch heute Nacht sollen wir, glaube ich, minus 5 oder minus 7 Grad kriegen hier. Also wir haben alle Getränke aus dem Auto rausgeholt. Die Getränke stehen irgendwo. Stehen hier, genau. Hier in meinem Pabst Blue Ribbon Container haben wir alle Getränke reingepfeffert. Bis auf unsere Gallone Trinkwasser. Okay. Könnten wir uns dann im Ruby's Inn notfalls noch eine neue holen. Eine zweite, ne? Die nicht gefroren ist, wenn das da morgen ein Eisklotz sein sollte. Ne? Das fällt ja wieder auf. Ja, aber du kriegst ja nicht umgefüllt. Das ist das Problem morgens. Ne? So schnell taucht das dann auch nicht. Ne? Ja, aber mal gucken. Das wird ja wahrscheinlich kein kompletter Eisblock sein. Ne? Wir werden sehen. Und wenn es ein Eisblock ist, will ich das dann zeigen. So, jetzt höre ich auf. Peace, haut rein und tschüss.